Gleich da. Ich mache mich mal fertig. Ich bin dann startklar. Hallo, ich bin Nikolas Kleber von Wildgold. Hallo. Herr Miller, hallo. Freut mich. Hi. Ja, schön, Sie kennenzulernen. Apropos, wir könnten uns eigentlich duzen, oder? Sehr gerne. Ja, gut. Schön. Ja, Augsburg, willkommen. Gerne. Und Sie haben ja so schön, oder du hast ja so schöne Sachen. Ja. Ich bin ja auch ganz neugierig. So, bitte, dann kommt mal rein. Danke. In meine gute Stube. Schön hell hast du es hier. Wohnen, werkeln, arbeiten. Und auch gleich mit einem schönen Garten. Toll. Ah, herrlich. Ja, da hast du ja wahrscheinlich auch schon Naturmaterialien, weil deine Preziosen machst du ja auch mit Naturmaterialien. Ich sehe hier gerade schon ein paar Schnecken, die sind jetzt aber nicht aus dem Garten. Nicht aus dem Garten nehmen. Aber man könnte eigentlich das auch mal überlegen. Es gibt ja hier bei uns auch schöne Schnecken, aber die sind jetzt aus dem Meer. Ja. Und was es hier noch gibt, ist eben jetzt der Wald gleich ums Eck. Den Wald gleich ums Eck. Ja. Ja. Und da können wir. Wenn es ein Wald ist, dann genau, den da Wald ums Eck. Diese Käpselchen sind daher, die sind von der Eiche. Ach ja. Und die sind also recht süß und das ist das, was ich hier gerne sammle. Die haben wir da, ja? Genau. Und das hier haben wir die vom Gehörn, vom Reh? Das ist vom Reh. Das ist jetzt allerdings nicht von hier, weil es ist ja ein Stadtwald hier. Es gibt hier kein Wild, nur ab und zu ein bisschen Wildschweine, die mal einmal im Jahr durchrotten und Angst und Schrecken verbreiten. Okay. Aber das beziehe ich von befreundeten Jägern. Schön. Zwar auch aus der Region, aber nicht jetzt hier bei mir ums Eck. Aber dann würde ich sagen, vielleicht gucken wir mal, was wir gleich so finden, weil ich bin ja auch gespannt mal auf die Natur, genau, wo du deine Inspiration oder auch vielleicht die einzelnen Teile herbeziehst. Ja. Und solange jetzt gerade die Sonne scheint, lass uns doch mal rausschauen. Kann man gerne machen. Wir gehen gleich durch den Garten. Wie praktisch. Wir gehen gleich durch den Garten. Na dann, das ist ja wirklich toll. Mein Name ist Martina Miller. Meine Firma ist Ninnerl Dirndl und Schmuckmanufaktur. Ich wohne hier in Augsburg, lebe hier, arbeite hier und genieße das Leben. Das ist eine richtige verwunschene alte Eiche, ja, oder? Wie ja. man das so aus so ja. mit so Droiden-mäßig ja, kennt. Genau, wie aus dem Fantasy-Film, ne? Ja, wirklich. Ja, ja. Und da könnte man gleich mal gucken, ob wir vielleicht irgendwas finden, was wir brauchen können oder was ich immer für meine Schmuckstücke verwende. Ich sehe schon. Perfekt. Ach, hier sind die Hütchen, die Käpselchen genau. von den Eichen. Genau, genau. Zeig mal, hier ist und noch ganz einer. Schön viele, ja. Richtig Glück. Und eine Eichel. Ja. Ah, süß. Super. Kannst du die auch gebrauchen? Sollen wir die mitnehmen? Wir nehmen die auf jeden Fall mal mit. Brauchen kann jemand alles. Ja, ja, stimmt. Ja. Da können wir diese Streichholzmännchen draus machen. So. Hm. Ja, genau. Und da machst du per se was draus? Das wird jetzt eigentlich für Schmuck verwendet, indem dass ich da eine Perle reinsetze. Ja. Und da muss man halt dann immer gucken, dass man die richtige Kapsel zu der richtigen Perle findet. Zum Beispiel für einen Charivari oder genau, für einen... oder für einen Anhänger. Hm. Ah, das ist ja schon mal eine Ausbeute und wir sind noch nicht mal drei Schritte zur Tür raus. Wunderbar. So. Aber gehen wir noch mehr in die Natur? Oder wir gehen natürlich, ja. Also, wir gehen noch ein Stückchen weiter und ja. das ist dann der große Wald. Das ist ja nur hier ja, aber ich finde das Wald. Ja schon, also... Ja. Das, wenn du den Baum abgeerntet hast dann mal, dann kannst du ja wirklich China mit der Produktion Konkurrenz ja. machen, oder? Also ein Käpselchen wird es dann auf jeden Fall ja. schon mal nicht scheitern. Muss ich nur schauen, dass ich schneller bin wie Eichkätzchen, oder die werden mir das wahrscheinlich irgendwie streitig machen. Genau, dann. Also die Konkurrenz von Martina sind dann die Eichhörnchen, aber ansonsten macht sie dann den Chinesen Konkurrenz. Genau. Ah toll, ich gebe dir die mal. Super, toll, wunderbar, danke schön. Wir in die große Produktion gleich einsteigen. Aber ich schaue jetzt erstmal nochmal weiter, ne? Ja. So. Gelandet? Gelandet. In der grünen Lunge. Ja, ich hoffe, dass wir noch einen Eichenbaum finden. Ja. Also Schnecken würde man hier echt, also vielleicht auch noch eine zu der Nasenklemmproduktion, vielleicht noch eine Schneckenproduktion, obwohl da hängt noch eine mit dran. Ja, die da aber noch für Wildgold Koch. Ja, für das Koch. Also alle Sparten. Weinbergschnecken, lecker. Ja, ja, stimmt. Ja, total.
Gibt es eigentlich Weinbergschneckensammlungen in Deutschland? Das wäre überhaupt mal... Ich denke schon, bestimmt in der Pfalz, oder? In der Pfalz, oder? Stimmt. Die sind doch so frankophil schon. Das muss ich mal absolut, recherchieren. Absolut. Ich vielleicht echt auch was für Wildgold. Ja. Guck mal, der ist auch richtig super. Eben und ganz sauber. Ja, total schön. Und da ist noch einer. Ich muss mal hier. Der ist super, ja, genau. Die eine Seite jedenfalls, die andere Seite. Wenn der trocken ist, ja, dann stimmt, ist der genauso schön. Dann, dann haben wir doch was. Dann können wir doch eigentlich das zurückgehen war's. Und fette Beute. Dann kannst du mal loslegen. Genau. Dann helfe ich mal mit. Vielleicht kriege ich ja auch noch so ein. Vielleicht kann ich ja dann das Streichholzmännchen machen. Ja? Ja, dann gucke ich dir mal über die Schulter, wie da deine schönen Sachen entstehen. Das machen wir. Ja, schön. Wunderbar. Dann müssen wir jetzt nur noch aus dem Wald herausfinden. Ja, die nächste rechts, die ist gleich da, schau. Mein Wildgold sind Schmuckstücke unter der Verwendung von Dingen aus der Natur, die wunderbar tragbar sind, auch nicht als Bayer. Holz, Eichelkäppchen, Hornstücke, Muscheln, auch gern Edelmetalle, Edelsteine wie Bergkristall und natürlich meine absoluten Lieblinge sind die Geweihstücke. Das Besondere von Wildgold ist, dass es ein Marktplatz wird oder ist, an dem wunderbare Stücke aus der Natur von verschiedenen Herstellern zusammengetragen werden. So, sind wir wieder da. Tada. Wollen wir jetzt mal unsere Schätze ausladen? Das machen wir, ja. Mal gucken, was wir damit machen können. Ganze Berge. So, die Hosentaschen voll hier. Ich habe hier die Schnecke. Ich habe die Hosentaschen voll. Du hast, genau. Hast du mir alles gegeben? Das ist nichts. So, da ist noch ein bisschen was. Da bin ich mal gespannt. Da ist dein Das ist der Arbeitsplatz. Genau. Mhm. Jetzt würde ich sagen, dann mach mal einfach, wie du machen würdest. Weil ich gucke dir über die Schulter. Genau. Wir suchen uns ein wunderschönes Käpselchen. Mhm. Dann nehmen wir am besten das große. Ups. Gut. Dann gehen wir mal rüber. Gleich einfach. Mach mal, wie du das so im richtigen Leben machst. Genau. Also. So. Ich dachte mir jetzt, das ist eine riesig schöne Kapsel. Und die würde doch fast perfekt da drauf passen. Ja, sieht doch gut aus schon mal. Ja. So, also das Teil muss das jetzt Das ist Glas? Das ist Bergkristall. Das ist wirklich Bergkristall? Mhm. Gecrushter Bergkristall. Ich wollte gerade sagen, warum? Ja, genau. Mhm. Gecrushed. Ja, genau. Also schockgefrostet oder wie ist das dann? Wie machen die das? Frag mich nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung. Das Aber weiß das nur der Berg. Auf jeden Fall, genau. Also jetzt wäre es natürlich cool, wenn man da irgendwie ein Löchlein durchbringt, gell? Was natürlich immer nicht so ganz einfach ist. Ohne das Ding zu zerbrechen. Ja. Und ohne sich zu stechen wahrscheinlich. Habe es schon geschafft. Okay, das hat mich schon gestochen. Nein. Nein. So, okay. Einmal aufspießen und dann weiter aufspießen. Und schon ist es fast fertig. Das ging mir jetzt fast ein bisschen, zu schnell. Ja, es ist natürlich nur eine ganz Nein, also... jetzt da oben einen Verschluss bauen, der dann auch gut aussieht. Und es muss ja auch kombiniert werden mit noch Sachen. Genau. Und du hast ja eine große Auswahl. Das wunderbar hierher hängen, ne? Ja, stimmt. Brauchen wir noch die andere Zange, um das perfekt zu machen. Und perfekt soll es schon sein, weil deine Sachen sind ja handwerklich wirklich perfekt gemacht. Also die Perfektion bei aller Natur ist einer des Materials. Meiner größten Fehler, kann man auch so sagen, gell? Ich will es natürlich immer perfekt machen, ist ja klar. Man kann es natürlich auch manchmal übertreiben. Man muss da so einen Grad finden, dass man sagt, okay, jetzt ist gut, gell? Aber so sieht es doch schon mal gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Ja? Brauchen wir jetzt noch. Ich muss das mal gerade hier in die Kamera. Das lag gerade noch da im Wald rum. Genau. Und schon ist es ein Schmuckstück. Das ist immer die Schwierigkeit, diese kleinen Sachen da mit den Zangen. Aber gut, ich komme ja aus dem Zahnhandwerk. Ach ja. Eigentlich zahnmedizinische Assistentin. Da bist du fein motorische Werkzeuge und sowas gewohnt. Voilà. Schön. Zum Beispiel. War jetzt überhaupt nicht geplant eigentlich. Ja, als Stirnband auch sehr schön. Prinzessin Amidala. Ja, genau. Schöne Grüße. Nein, wirklich schön. Ja. Also in meinem Schmuck ist das Besondere, dass ich immer versuche, die Elemente der Erde zusammenzufassen. Das ist auf der einen Seite das Natürliche von Holz und Geweih, das Warme, dann das Kühle von Kristallen und noch ein bisschen das Glänzende von Metallen. Dass es einfach eine schöne harmonische Sache wird. Das ist geil. Mhm. Das ist echt cool.
Würde ich mir auch hinhängen. Aha, das ist super. Du kannst mitnehmen. Ja. Ja. Ah, danke, das ist echt cool. Ohne Scheiß, das ist geil. Ja, ja. Also, süß. Magst du auch einen? Gerne. Dann machen wir für den Marc auch noch einen. Kriegt er noch ein schickes Lederband drin? Sehr produktiv bist du heute. Absolut, toll. Absolut. Also, was der Wald alles mit mir macht. Ne? Toll, nein, echt. Also, die Natur macht es mit uns hier, Mensch. Absolut. Und wieder einen goldenen Haken, das Wildgold. Ja. Der was? Und ich mache da das Lederband hin. Ja, super. Hin. So, genau. Warte, nochmal. Eine Zapfenkette. Das ist cool. Eine totale neue. Also, es sieht echt super aus. Wahnsinn. Das ist dann die Wildgold Exclusive Collection. Absolut. Das so machen wir es ja. Machst du es? Das machen wir. Gebongt? Gebongt. Gibt es nur bei euch? Ja, super. Hast du erfunden? Wir haben es erfunden. Ja. Hey. Wer hat es erfunden? Das Wildgold-Team. Ja, genau. Ich wollte sagen, die Schweizer. Nein, wir. Das Wildgold-Team. Die Deutschen. Marc, darf ich dir mal deine Kette anlegen? Sehr schön. Fertig. Die Wildgold-Edition. Ein Traum. Ich finde es super. Ich finde es auch super. Ja. Wie sieht's aus? Oh, Mikrofon. Qu'est-ce que vous? Mein Mikrofon. Ah, okay. Und jetzt? Besser. Jetzt sieht's super aus. Jetzt sieht's super aus. Und jetzt hört man es auch noch. Hört sich auch super an. Ach, schön. Vielen Dank dafür. Bitte. Gerne. Das ist echt toll. Hat uns Spaß gemacht, oder? Ja, ja. Sehr viel. Ja. Martina, vielen Dank. Ja. Darf ich? Ja, natürlich. Gerne. Dankeschön. Das war echt schön. Dann bis bald. Ja. Wir haben jetzt die Einblicke gehabt. Wir wissen jetzt, wo dein Wildgold herkommt. Wir wissen jetzt, wie du deine schönen Sachen machst. Mhm. Können wir beruhigt wieder nach Berlin zurück. Genau. Super. Bis bald. Mach's gut. Es war mir eine Freude. Mir auch. Ciao. Tschüss.